Movable Roots Custom Tiny Home. Dieser Wohnwagen wurde von der US-Firma Movable Roots gebaut. Auf 42 Quadratmetern Wohnfläche befinden sich alle Möbelstücke, die für einen komfortablen Aufenthalt notwendig sind. Dieses Projekt bietet auch ein Loft-Design. Der Schlafbereich befindet sich im zweiten Stock, bietet jedoch einen Überblick über die Küche und das Wohnzimmer darunter. Im Wohnzimmer hat die ganze Familie Platz. Mehrere Personen können gleichzeitig auf der Couch sitzen, Fernsehen oder Videospiele spielen. Die Küche eignet sich für alle, die gerne kochen, denn sie bietet fast einen Quadratmeter freie Arbeitsfläche. Außerdem gibt es einen Herd mit drei Kochplatten, einen Backofen und sogar eine Spülmaschine. Der Esstisch kann bei Bedarf zusammengelegt werden. SLRV und MAN Commander 4x4. Um ans Ende der Welt zu fahren und sich keine Sorgen zu machen, dass man feststecken könnte, hilft dieser Wohnwagen auf Basis eines MAN-LKWs. Denn es wurde speziell für Langstreckenexpeditionen entwickelt. Bei der Gestaltung wurden die neuesten Technologien verwendet. Die Offroad-Performance wird durch ein ungewöhnliches Dreipunktfahrwerk erheblich verbessert, damit sich das Fahrzeug auch über Unebenheiten bewegen kann. Die Innengestaltung kann nahezu beliebig sein, da sie nach Kundenwunsch erstellt wird. Der Innenraum ist geräumig und bequem. Der Hersteller bietet verschiedene Optionen an, zum Beispiel gepolsterten Dachhimmel, Lederpolsterung, verschiedene Kombinationen von Schränken und Tischplatten. Dazu gehören auch Diesel- oder Gaskochplatten, Warmwasserbereiter, Heizung, Waschmaschine sowie ein Unterhaltungssystem. JB Silvermoon. Obwohl dieses moderne Stilfoto zu Hause wie ein echtes Haus aussieht, kann es dennoch transportiert und auf Wunsch an einen neuen Ort platziert werden. Die Idee stammte vom polnischen Unternehmen JB Homes. Silvermoon ist die erste Entwicklung des Unternehmens. Die Wohnfläche von 54 Quadratmetern umfasst ein Badezimmer, ein Wohnzimmer mit Küchenzeile und ein separates Schlafzimmer. Ein interessantes Merkmal sind die großen raumhohen Fenster, die viel natürliches Licht hereinlassen. Mit seiner Qualität und dem Stil gehört der Wohnwagen zur Kategorie der Luxuswohnwagen. Die Küche ist minimalistisch, alle Schränke haben eine glänzende Acryloberfläche. Es gibt einen Kühlschrank, eine Kochplatte, einen Backofen mit Mikrowellenfunktion und sogar eine Waschmaschine. Bei Bedarf kann dieser Wohnwagen in ein Büro umgewandelt werden. Truck Surf Hotel. Eine Besonderheit des folgenden Projekts ist die Tatsache, dass es sich hierbei gar nicht um einen Wohnwagen, sondern um ein Hostel handelt. Dieses reist quer durch Europa und bietet Surfern und anderen Urlaubern die Möglichkeit, gegen etwas Geld in der Strandnähe zu übernachten. Zum Erstellungszeitpunkt dieses Videos befindet sich das Truck Surf Hotel beispielsweise im Südwesten Portugals. Für ca. 850 US-Dollar bekommt man einen gemeinsamen Wohnbereich mit Küche und Wohnzimmer. Oben befinden sich vier Schlafzimmer, die jeweils Schlafplätze für zwei Personen bieten. STX Aaliyah Edition 1. Dieser Wohnwagen punktet mit seiner Mobilität. Er braucht beim Fahren nicht mehr als eine Fahrspur. Dennoch bietet er seinen Besitzern einen großzügigen, komfortablen und gemütlichen Wohnraum. Ermöglicht wird dies mit Hilfe des Faltdesigns. Die Fahrzeuge auf Basis des Mercedes Actros Trucks haben gleich vier ausfahrbare Teile. Diese vergrößern das Schlafzimmer und das Wohnzimmer erheblich. In der Regel können darin sechs Personen untergebracht werden, ihnen stehen zwei getrennte Schlafbereiche zur Verfügung. Bad und WC sind getrennt. Die Steuerung erfolgt über ein Touchpanel an der Wand. Zwei Breitbildbildschirme sorgen für die Unterhaltung. Außerdem hat STX Aaliyah Edition 1 auch eine spezielle Garage für einen Roller. Kepiti. Wer sich mit wenig zufrieden gibt, wird den winzigen Wohnwagen Kepiti von Neuseelands Build Tiny lieben.
Er ist 7,2 Meter lang und 4,3 Meter breit. Im ersten Stockwerk befinden sich ein kleines Doppelschlafsofa, ein Holzofen, eine Küche mit kleiner Arbeitsplatte, Kühlschrank, Spüle und Backofen. Hinter der Tür versteckt sich ein winziges Badezimmer, das dennoch eine Dusche, Toilette und Waschbecken bietet. Der Zugang zur zweiten Etage erfolgt über eine Wandtreppe. Aufgrund dieses Designs nimmt sie keinen zusätzlichen Platz im Wohnzimmer ein. Im zweiten Stock gibt es ein Bett und einige Regale und Kleiderbügel. Der coolste Vorteil dieses Wohnwagens ist auch das Dachfenster direkt über dem Bett. Es lässt nicht nur natürliches Licht durch, sondern ermöglicht es auch, den Sternenhimmel zu bewundern. Concorde Liner 1090 Geo. Ein weiterer Luxuswohnwagen wird von der deutschen Firma Concorde gebaut. Der hier gezeigte Liner 1090 Geo ist neu und gehört zur Modellreihe 2022. Die durchdachte Innenausstattung erinnert eher an ein Privatjet als an einen Wohnwagen. Die Küche in U-Form verfügt über moderne Hightech-Haushaltsgeräte, eine geräumige Arbeitsfläche und viele große Schubladen. Der Schlafbereich ist äußerst geräumig, das Bett ist mit einer Kaltschaummatratze und einem Federkern ausgestattet. Die Firmenvertreter behaupten, dass das Badezimmer einem Badezimmer in einem 5-Sterne-Hotel entspricht. Die geräumige Duschkabine eignet sich perfekt für Wellnessbehandlungen. Kip Shelter. Wir wollen euch nun den kleinsten zweistöckigen Wohnwagen zeigen, den wir gefunden haben. Der Shelter der niederländischen Firma ist ein winziger Wohnwagen. Er ist nur 4,5 Meter lang, 1,8 Meter breit und 2,1 Meter hoch. In der Grundausstattung verfügt er über Fenster, die sich öffnen, eine Stromversorgung, ein sich öffnendes Dach und eine Klappbank. Die Modelle Plus und Offroad verbessern den Wohnkomfort, da sie eine Außen- oder Innenküche, Kühlschrank, Gasleitung, Wasserversorgung und vieles mehr bieten. Eine spezielle Halterung ermöglicht es außerdem, einen Roller oder ein Motorrad zu transportieren. Leisure Wander. Häufiger ausgehen und sich mit der Natur vereinen, das wollten die Ingenieure der Firma Leisure ihren Kunden bieten. Das Ergebnis ist ein äußerst komfortabler, funktionaler Wohnwagen, mit dem man auch fernab der Zivilisation gemütlich wohnen und arbeiten kann. Das Fahrzeug hat eine mäßige Geländegängigkeit. Es kann sich auch dann vorwärts bewegen, wenn die Straße unter den Rädern ungepflastert ist. Das Infotainment-System FordSync 3 sorgt für viel Spaß an Bord. Das Heck verfügt über ein spezielles Staufach, das groß genug für Fahrräder ist. Der Wohnraum ist in zwei separate Bereiche unterteilt, damit sich alle Passagiere zurückziehen können und sich nicht gegenseitig stören. Der integrierte drahtlose Signalverstärker sorgt stets für eine gute Verbindung. Maverick Vinales MV12. Das letzte Verkehrsmittel für heute ist ein faltbarer Wohnwagen, den die spanische Firma Rioja speziell für den Motorradrennfahrer Maverick Vinales entwickelt hat. Profisportler sind oft unterwegs, wollen aber stets komfortabel übernachten. Das Fahrzeug verfügt über ein geräumiges Schlafzimmer mit Arbeitsbereich und eigenem Balkon. Es gibt mehrere zusätzliche Schlafzimmer, um weitere Gäste unterzubringen. Das Wohnzimmer mit zwei Fernsehern ist mit der Küche kombiniert. Der Innenraum ist in hellen Farben gehalten, um den Raum optisch zu vergrößern.